بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على المبعوث رحمة للعالمين سيدنا وحبيبنا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين أما بعد اللهم علمنا ما ينفعنا وانفعنا بما علمتنا وزدنا علما اللهم آت نفوسنا تقواها وزكها أنت خير من زكاها أنت وليها ومولاها ثم أما بعد السلام عليكم ورحمة الله وبركاته Meine lieben Geschwister im Islam, wir werden heute unsere Reihe fortführen über die Sira unseres geliebten Propheten Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Und wir hatten beim letzten Mal über zwei wichtige Ereignisse gesprochen gehabt, welche sich vor der Geburt unseres Propheten sallallahu alaihi wasallam abgespielt hatten und welche ein wichtiger Hinweis auf das Erscheinen eines Propheten gewesen sind. Und was waren diese Ereignisse gewesen, die wir letztes Mal besprochen hatten? Kann sich noch jemand erinnern? Es waren zwei wichtige Ereignisse gewesen. Und man nennt diese Ankündigung auch, wie es gibt einen arabischen Begriff dafür. Ja? Semsembrunnen wiederentdeckt, ja? Und das Jahr des Elefanten. Und wie nennt man solche Ereignisse, welche einen Propheten und die Erscheinung eines Propheten ankündigen? Dafür gibt es einen bestimmten Begriff. Irhas. Wie nennt man das? Irhas, die Irhasat. Heute wollen wir uns bi'idhnillahi azza wa jalla nun mit seiner Geburt beschäftigen. Wie er auf die Welt gekommen ist, wie seine Abstammung lautet, was seine Mutter gesehen hat und wie er auch gleichzeitig angekündigt wurde von vorherigen Propheten. Damit wollen wir uns heute beschäftigen, insha'Allah ta'ala. Das nächste Mal, bi'idhnillahi azza wa jalla, beschäftigen wir uns dann mit den wichtigsten Ereignissen nach seiner Geburt und versuchen dann auch, auf seine Jugend einzugehen und auf die wichtigsten Ereignisse, bevor er Prophet geworden ist. Das werden wir in ein oder zwei Vorträgen machen. Aber heute beschäftigen wir uns mit der Geburt unseres Propheten Muhammad sallallahu alaihi wa sallam selbst. Und die erste Frage, die wir uns stellen müssen, ist, wann konkret ist nun unser Prophet sallallahu alaihi wa sallam geboren? Wenn man heute jemanden in Europa fragt, wann ist dein Geburtstag, dann wird er dir auf Anhieb sagen können, ich bin an dem und dem Tag, in dem Monat, in dem Jahr geboren. Aber es gibt viele Flüchtlinge und auch viele der älteren Generationen, die nach Deutschland gekommen sind. Wenn du in ihrem Pass oder Ausweis schaust, was steht dort? Steht dann 0000 1900 so und so. Oder 1.1.1900. Ganz viele Syrer sind am 1.1.1900 dann und dann geboren. Oder? Stimmt's? Woran liegt das? Weil man sich damals nicht, oder in der arabischen Kultur im Allgemeinen, in den früheren Jahrzehnten, der Geburtstag nicht wirklich eine große Rolle gespielt hat. Und deswegen war es auch nicht immer üblich gewesen, dass man Geburtstag feiert. Happy Birthday und solche Sachen. Das sind eher Dinge, die man aus der europäischen Kultur kennt. Und dementsprechend ist es nicht verwunderlich, dass wir nicht ganz genau wissen, an welchem Tag vom Datum her, nicht vom Wochentag her, vom Datum her, unser geliebter Prophet Muhammad sallallahu alaihi wasallam geboren wurde. Und es gibt unterschiedliche Überlieferungen. Manche mögen sich fragen, wie kann das sein? Er ist doch Prophet gewesen. Ja, aber zu dem Zeitpunkt wusste noch keiner, dass er Prophet wird. Und dementsprechend wurde er im Grunde genommen genauso behandelt wie alle anderen. Es war nicht so wichtig gewesen. Man hatte sich auch damals an bestimmten Ereignissen orientiert gehabt. Man sagte das Jahr des Elefanten, er wurde im Jahr des Elefanten geboren. Und selbst das ist teils umstritten, ob es genau das Jahr des Elefanten gewesen war oder nicht. Es gibt auch einige arabische Historiker wie Ibn al-Kalbi, die sagen, dass er einige Jahre nach dem Jahr des Elefanten geboren wurde. Wofür es auch einige historische Indizien gibt. Aber das soll uns nicht näher beschäftigen. Viel wichtiger ist die Frage, wenn wir jetzt auch davon ausgehen, ist es das Jahr des Elefanten gewesen? Wann ist überhaupt das Jahr des Elefanten gewesen? Nach unserer heutigen Zeitrechnung. Weil auch die Araber gingen nach dem Mondkalender, so wie wir es heute tun. Und dementsprechend stellt sich die Frage, in welchem Jahr ist denn eigentlich das Jahr des Elefanten? Ja. Was? Nein, 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 nein. Nicht 632, nein, nein, viel früher. In welchem Jahr war das Jahr des Elefanten gewesen? Nach Christus jetzt, nach der Geburt Christi, nach der christlichen Zeitrechnung. Ja, manche sagen, und das sagen viele muslimische Historiker, es war das Jahr 571 gewesen.
Manche sagen 570, es gibt noch andere Berechnungen. Aber die meisten sagen, zwischen 570 und 571 nach Christus muss unser geliebter Prophet Muhammad sallallahu alaihi wasallam auf die Welt gekommen sein. Es gibt, wie gesagt, einige, die sagen, das Jahr des Elefanten war 30 Jahre früher gewesen, ungefähr um 550 herum, weil es da einige Inschriften gibt, aber das soll uns nicht näher beschäftigen. Wichtig ist ungefähr das Jahr 570, 571. Wenn wir jetzt nach dem arabischen Kalender gehen und den arabischen Monaten, dann wurde der Prophet sallallahu alaihi wasallam in welchem Monat geboren? Höchstwahrscheinlich im Monat Rabi' al-Awwal. Da sind sich die meisten Gelehrten und Historiker einig. Nur, worüber sie sich uneinig sind, ist, an welchem Tag konkret vom Rabi' al-Awwal wurde unser Prophet sallallahu alaihi wasallam geboren. Das bekannteste und da, wo dann viele auch den sogenannten Al-Mawlid al-Nabawi zelebrieren und feiern, ist der 12. des Monats Rabi' al-Awwal. Aber es gibt noch andere Meinungen. Es gibt manche, die sagen, es ist der 8. Es gibt auch einige Historiker, die sagen, nein, es war der 9. gewesen. Es gibt auch die Meinung, es war der 2. gewesen. Dann gibt es noch andere Meinungen. Also es gibt ganz unterschiedliche Meinungen darüber, an welchem Tag vom Monat Rabi' al-Awwal, im Jahr des Elefanten, unser geliebter Prophet Muhammad sallallahu alaihi wasallam das Licht der Welt erblickt hat oder vielmehr die Welt das Licht unseres geliebten Propheten Muhammad sallallahu alaihi wasallam erblicken durfte. Aber über eine Sache ist man sich sicher. Und das ist was? Dass er an einem Montag geboren wurde. Darüber gibt es keine Meinungsverschiedenheiten. Wieso? Weil dies der Prophet sallallahu alaihi wasallam nämlich selbst gesagt hat, als er gefragt wurde, warum er denn den Montag und Donnerstag fasste, antwortete er salawatu rabbi wa salamuhu alayhi, der Montag ist ein Tag, an dem ich geboren wurde. Der Montag ist ein Tag, an dem ich geboren wurde. Und aus Dankbarkeit gegenüber Allah subhanahu wa ta'ala hat unser geliebter Prophet Muhammad sallallahu alaihi wasallam dann diesen Tag gefastet. Und dementsprechend ist es sicher, dass es ein Montag gewesen ist. Aber es ist unsicher, welcher Tag konkret es vom Monat Rabi' al-Awwal gewesen ist. Wenn wir jetzt auf die christliche Zeitrechnung übergehen und die uns bekannten Sonnenmonate, dann handelte es sich wahrscheinlich nach den Berechnungen einiger Historiker um den Monat April. Und zwar konkret der 20. April des Jahres 571. Aber selbst das ist nur eine Berechnung, wie gesagt. Also wir können sagen, dass unser Prophet sallallahu alaihi wasallam höchstwahrscheinlich im Frühling geboren wurde, was natürlich auch ein schöner Hinweis darauf ist, dass unser Prophet sallallahu alaihi wasallam den Frühling gebracht hat. Und der Koran, die Botschaft, die der Prophet sallallahu alaihi wasallam empfangen hat, und deswegen auch selbst in den arabischen Monaten Rabi' al-Awwal, der erste Rabi', also selbst das war ein Frühlingsmonat ursprünglich gewesen. Der Monat Rabi' al-Awwal heißt ja auch der erste Frühlingsmonat. Und unser Prophet sallallahu alaihi wasallam, er hat ja gesagt über seine Botschaft in diesem schönen Dua, was er uns beigebracht hat, salawatu rabbi wa salamu alaihi, Allahumma ja'al al-Qur'an al-Karim Rabi'a qulubina. O Allah, mach den Koran zum Frühling unserer Herzen. Und unser Prophet sallallahu alaihi wasallam, er hat im Frühling das Licht dieser Welt erblickt und ist mit der Botschaft gekommen, welche die tote Erde wiederbelebt und die toten Herzen wiederbelebt. Also er kam in der Zeit, wo tote Erde wieder belebt wird, wo die Pflanzensprosse wieder aus der Erde heraussprießen und wieder zum Leben erweckt werden. Und er kam mit der Botschaft, welche die Herzen wiederbeleben wurden, sollte. Und auch wieder belebt. وَنُنَزِّلُ مِنَ الْقُرْآنِ مَا هُوَ شِفَاءٌ. Und wir senden vom Koran herab, was ein Heilmittel ist für die Herzen. وَهُدَى und eine Barmherzigkeit, eine Rechtkleidung. وَرَحْمَ und eine Barmherzigkeit.
Das ist schön, dass es hier eine Übereinstimmung gibt. Und genau das ist das, was der Islam bewirken sollte, meine lieben Geschwister im Islam. Der Islam, er muss immer diesen Frühlingseffekt haben, wenn ich jetzt mal so nennen darf. Das heißt, der Islam, er muss immer beleben. Genauso wie der Frühling die Erde belebt. So belebt auch der Islam die Herzen. So belebt auch der Islam die Gesellschaft. Mit guten Eigenschaften, mit Moral, mit Aufrichtigkeit, mit Tugenden. Das ist die Botschaft des Islam. Und immer dann, wenn der Islam genau das Gegenteil bewirkt, dann wissen wir, hier wurde der Islam falsch verstanden und nicht richtig umgesetzt. Weil der Islam zum Leben führt und nicht umgekehrt. Das ist etwas, was wir verinnerlichen müssen und verstehen müssen. Und unser Prophet sallallahu alaihi wasallam, er kam in Mekka auf der Welt. In Mekka, in dieser Pilgerstadt, über die wir ja schon gesprochen hatten, das ist allen bekannt. Mekka war ein Ort gewesen, zu dem gepilgert wurde von der gesamten arabischen Halbinsel. Und wir hatten ja das letzte Mal darüber gesprochen gehabt. Es war ein hektischer Ort gewesen. Und gleichzeitig war es ein Ort gewesen, an dem es sehr kahl gewesen ist. Bis in unsere heutige Zeit. Wenn man in Mekka ist, nur im Zentrum, ja, sind Menschen, aber um Mekka herum ist überall was? Überall Wüste, und zwar Steinwüste. Und unser Prophet sallallahu alaihi wasallam, er ist an diesem Ort geboren, um dann dort eines Tages seine Botschaft zu verbreiten. An dem ödesten Ort, den man sich überhaupt vorstellen kann. Also jeder, der schon einmal dort gewesen ist, weiß, wie es in Mekka aussieht. Es ist ein Ort, an dem man nicht gerne ist, wäre dort nicht die Kaaba gewesen. Würde dort nicht die Kaaba sein, würde man dort niemals hingehen, freiwillig. Schon alleine der Weg von Jeddah nach Mekka ist ein Weg, ja, es, weiß ich nicht, es ist alles nur Steine um dich herum und Wüste, nichts anderes. Und erst wenn du dann diesen Turm siehst in der Ferne, sagst du, Alhamdulillah, ich bin einmal ins Ziel gelandet. Aber du wirst niemals freiwillig dorthin gehen. Und das ist auch nochmal interessant, dass Allah subhanahu wa ta'ala seine letzte Botschaft genau an diesem Ort hat entstehen lassen. So als würde er uns zeigen, an diesem öden Ort, an diesem heißen Ort, an diesem Ort, wo es eigentlich gar kein Wasser geben sollte, an diesem Ort kommt die letzte Offenbarung, welche die Menschen den Weg zur Wasserquelle aufzeigen soll. An einem Ort, wo es eigentlich so gut wie kein Wasser gibt, wo Wasser rar ist. Wäre Semser nicht dort, würde sich kein Mensch dort hinbegeben können. Würde kein Mensch dort leben können. Und vor der Geburt unseres Propheten wird Semser wiedergefunden. Und gleichzeitig kommt der letzte Prophet Muhammad sallallahu alaihi wasallam mit der abschließenden Botschaft, um dann mit der Scharia, welche nichts anderes bedeutet als der geebnete Weg zur Wasserquelle, die Menschen zur Wasserquelle zu führen, damit sie ein Leben voller Glückseligkeit in der Dunya und in der Akhira führen können. So wie die Sinnbilder, die allein in der Geburt unseres Propheten Muhammad sallallahu alaihi wasallam an diesem gesegneten und von Allah aus erwählten Ort liegen. Unser Prophet sallallahu alaihi wasallam, er wurde von einem quraschitischen Vater und einer quraschitischen Frau geboren. Und beide hatten eine edle Abstammung gehabt. Und sie waren auch ferne Verwandte gewesen. Der Vater unseres Propheten sallallahu alaihi wasallam und die Mutter unseres geliebten Propheten Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Und zwar trifft sich ihre Genealogie, das heißt ihre Abstammung, im 5. oder im 6. Urgroßvater unseres Propheten Muhammad sallallahu alaihi wasallam, nämlich in Kilab. So heißt er, der 6. Urgroßvater unseres Propheten sallallahu alaihi wasallam. Und die Genealogie, die Abstammung unseres Propheten sallallahu alaihi wasallam, ist bekannt. Und zwar bis zum 20. Urgroßvater mit dem Namen Adnan. Bis zu ihm ist man sich sicher, und da sind sich die sogenannten Nessabun, die Genealogen, also die sozusagen diese Abstammung dann auch zurückführen können, sind sich darüber sicher, dass diese Abstammung richtig ist. Alles, was darüber hinaus ist, bis zu Ismail alaihi salam, ist absolut unsicher. Man ist sich nicht einmal sicher, wie viele Urgroßvater zwischen Adnan, dem 20. Urgroßvater unseres Propheten, und zwischen Ismail alaihi salam sind. Manche sagen 4, manche sagen 40. Also schaut mal,
groß die Meinung auseinandergehen, ja, zwischen sozusagen Adnan und zwischen Ismail alayhi salam. Und dementsprechend alles, was über Adnan ist, ist was? Ist eine Lüge. Und kann nicht gesichert gesagt werden. Aber bis Adnan ist es gesichert. Und jetzt hören wir uns einfach mal den Nasab, die Abstammung, den Stammbaum unseres geliebten Propheten Muhammad sallallahu alaihi wasallam an, damit wir das einfach mal auch gehört haben. Und zwar handelt es sich väterlicherseits um Muhammad ibn Abdillah, sein Vater. Wir kommen auf den Vater noch gleich zu sprechen. Ibn Abdul Muttalib. Über Abdul Muttalib hatten wir das letzte Mal gesprochen gehabt. Er war derjenige, der Zemzem wiedergefunden hat. Und wie hieß er ursprünglich Abdul Muttalib? Was hatten wir gesagt gehabt? Shaybah, weil er eine weiße Strähne hatte. Ibn Hashim. Und Hashim hieß Hashim, weil er das Essen in Mekka verteilt hat unter den Mekkanern. Von Hashim al-Tharid. Er hat sozusagen das Essen, ja, Tharid war so eine Fleischspezialität in Mekka gewesen, mit Brot, ja, hat er unter den Menschen verteilt. Sein übriger Schüler ist, soweit ich mich jetzt entsinnen kann, Amr. Dann Ibn Abd Manaf, Ibn Qusay, Ibn Kilab. Kilab ist der Urgroßvater, wo sich die Mutter und der Vater unseres Propheten sallallahu alaihi wasallam in ihrem Stammbaum miteinander treffen. Also es ist der gemeinsame Urgroßvater vom Vater und von der Mutter unseres Propheten sallallahu alaihi wasallam. Ibn Murrah, Ibn Ka'b, Ibn Lu'ay, Ibn Ghalib, Ibn Fihr, Ibn Malik. Und Fihr ist übrigens Quraysh. Fihr ist übrigens Quraysh. Nach ihm wurde dann der Stamm Quraysh dann auch benannt. Ibn Malik, Ibn Nadr, Ibn Kinana. Und Kinana ist ebenfalls ein wichtiger Urgroßvater, wie wir gleich sehen werden, weil der Prophet sallallahu alaihi wasallam ihn extra hervorhebt. Ibn Khuzaima, Ibn Mudrika, Ibn Ilyas, Ibn Mudar, Ibn Nizar, Ibn Ma'ad, Ibn Adnan. Und dann sozusagen wissen wir nicht, wie es weitergeht. Und dann irgendwann einmal kommt, nach Allahu A'lam, wie vielen weiteren Personen, Ismail alayhi salam, der Sohn von unserem Urgroßvater Ibrahim alayhi salam. Das ist die Abstammung unseres Propheten sallallahu alayhi wa sallam, väterlicherseits. Die Abstammung unseres Propheten sallallahu alayhi wa sallam, mütterlicherseits, lautet Amina bint Wahb ibn Abdi Manaf ibn Zuhaira und jetzt Ibn Kilab. Und sie stammen ursprünglich aus Medina. Sehr interessant. Und deswegen, der Vater unseres Propheten sallallahu alaihi wa sallam, er ist gestorben auf einer Handelsreise nach Ascham. Und als er auf dem Rückweg war, machte er kurz Halt bei seinen Onkels mütterlicherseits in Medina, in Yathrib damals noch, und ist dann dort gestorben. Und wir hatten letzte Mal über Abdul Muttalib gesagt, dass er wo aufgewachsen war, bevor er nach Mekka kam, und deswegen haben die Leute ihn auch Abdul Muttalib genannt. Er ist in Medina aufgewachsen und als sein Onkel Hashim ihn von, sein Onkel Al-Muttalib ihn von Medina nach Mekka brachte und er auf seinem Reittier saß, sagten sie, das ist der Sklave von Al-Muttalib, und ab diesem Zeitpunkt war er bekannt gewesen unter dem Namen Abd Al-Muttalib. Also wir sehen, es gab auch schon in gewisser Weise auch Beziehungen zwischen Yathrib, also dann später Medina, und zwischen Mekka al-Mukarrama, weil die Onkels mütterlicherseits unseres Propheten sallallahu alaihi wasallam in Medina gelebt haben. Und dort sollte der Vater unseres Propheten sallallahu alaihi wasallam sterben, bevor er überhaupt das Licht dieser Welt erblickt hat, salawatu rabbi wa salamu alaihi. Unser Prophet sallallahu alaihi wasallam, wie wir alle wissen, er ist als Weise auf die Welt gekommen. Heute sagen wir Halbweise, aber in der arabischen Sprache ist jemand, der seinen Vater verliert, ein Vollweise, weil der Vater derjenige ist, der die Familie ernährt und sich um die Familie kümmert. Deswegen hat man ihn Yatim genannt. Und es ist deshalb auch nicht verwunderlich, dass unser Prophet sallallahu alaihi wasallam solch ein großes Herz für die weißen Kinder dieser Welt hatte. Und er sagte sallallahu alaihi wasallam: Ana wa kafilul yatimika hataini fil jannah. Ich und derjenige, der sich einer Waisen annimmt, sie pflegt, sich um sie kümmert,
sind so im Paradies. Das ist meine Stufe und das ist derjenige, der sich um eine Weise kümmert. Allah subhanahu wa ta'ala, er hat gleich vom ersten Moment an, in den ersten Suren des mekkanischen Koran, als unser Prophet sallallahu alaihi wa sallam gerade Prophet geworden ist, Surat al-Duha offenbart, als unser Prophet sallallahu alaihi wa sallam die Befürchtung hatte, dass Allah ta'ala, nachdem die Offenbarung unterbrochen gewesen war, ihn in den Stich lassen könnte, sagt Allah ta'ala, وَالْضُحَى وَالْلَيْلِ إِذَا سَجَى مَا وَدَّعَكَ رَبُّكَ وَمَا قَالَ. Dein Herr hat dich nicht im Stich gelassen. Er hat dich nicht gelassen und dich nicht im Stich gelassen. وَلَلْآخِرَةُ خَيْرٌ لَكَ مِنَ الْأُولَى وَلَسَوْفَ يُعْطِيكَ رَبُّكَ فَتَرْضَى. Und jetzt, أَلَمْ يَجِدِكَ يَتِيمًا فَآوَى. Habe ich dich nicht als Weise vorgefunden und dann aufgenommen? أَلَمْ يَجِدِكَ يَتِيمًا. Hat er dich nicht, entschuldig, als Weise vorgefunden und dann aufgenommen, in Obhut genommen, sodass du bei deinem Onkel, erstmal bei deinem Großvater und dann bei deinem Onkel aufgewachsen bist, wie wir noch, inshallah ta'ala, erfahren werden. Und dann, was ist dann die richtige Reaktion darauf? Wie sollte ich dann darauf reagieren? فَأَمَّا الْيَتِيمَ فَلَا تَقَهَرْ. Was eine Waise betrifft, so unterdrücke sie nicht, weise sie nicht ab. Du bist selbst ein Waisenkind gewesen. Unser Prophet sallallahu alaihi wa sallam, er ist als Weise auf die Welt gekommen, damit es auch keinen Menschen gibt auf dieser Welt, der einen zu großen Einfluss auf unseren Propheten Muhammad sallallahu alaihi wa sallam gehabt haben könnte. Und es wird überliefert, was nicht ganz authentisch ist, aber die Gelehrten sagen, von der Bedeutung her ist es richtig und korrekt, dass unser Prophet sallallahu alaihi wa sallam gesagt haben soll, ich betone gesagt haben soll, أَدَّبَنِي رَبِّي فَأَحْسَنَ تَأْدِيبِي. Mein Herr hat mich erzogen und er hat mich in bester Weise erzogen. Ya Salam. So als würde Allah Ta'ala unserem Propheten sallallahu alaihi wa sallam damit sagen wollen, ich bin derjenige, der dich zu dem gemacht hat, was du geworden bist. Ich habe dich selbst auserwählt. Ich habe dich selbst großgezogen. Und unser Prophet sallallahu alaihi wa sallam, er wurde somit zum Vorbild für die gesamte Menschheit. Der Vater des Propheten sallallahu alaihi wa sallam, meine lieben Geschwister im Islam, er ist also gestorben, bevor der Prophet sallallahu alaihi wa sallam überhaupt das Licht der Welt erblickt hat. Aber unser Prophet sallallahu alaihi wa sallam, er hatte eine edle Abstammung gehabt. Und obwohl er diese edle Abstammung hatte und das auch betont hat in einem Hadith, und zwar in einem Hadith, den wir bei Imam Muslim finden, wo gesagt wird von unserem Propheten sallallahu alaihi wa sallam, إن الله اصطفى كنانة من ولد إسماعيل. Allah hat Kinane, und Kinane ist einer der Urgroßväter unseres Propheten, ich glaube der 17. von den Kindern Ismails auserwählt. واصطفى قريشا من كنانة. Und er hat Quraysh unter den Kinane auserwählt, den Nachkommen von Kinane. Und wer war nochmal Quraysh? Wie hieß er mal Quraysh? Sein ursprünglicher Name? Fihr. واصطفى من قريش بني هاشم. Und er hat von den Quraysh die Kinder Hashims, der vierte Urgroßvater unseres Propheten sallallahu alaihi wa sallam, auserwählt. Der Vater von Abdul Muttalib. Und dann, wastafani min bani Hashim. Und er hat mich von den Kindern Hashims auserwählt. Allah Ta'ala, er kann wählen, wen er möchte. Er hat Mekka auserwählt gegenüber den anderen Orten dieser Welt. Er hat Medina auserwählt gegenüber den anderen Orten dieser Welt. Er hat Ramadan als besonderen Fastenmonat auserwählt gegenüber anderen Monaten. Dhul-Hijjah hat er auserwählt als Pilgermonat. Und so weiter und so fort. Allah Ta'ala, er kann auswählen, wen er möchte. Das ist nochmal ganz, ganz wichtig. Die Gelehrten sagen, das Prophetentum kann man sich nicht erarbeiten. Sondern das Prophetentum wird einem gegeben. Allah Ta'ala erwählt für die Botschaft aus, wen er möchte. Du kannst noch so fromm sein, du wirst es dir nicht erarbeiten können. Und das ist das, was Iblis alayhi la'natullah nicht verstanden hat. Iblis, er dachte, er könnte sich das erarbeiten, dass er der Auserwählte ist. Und er hat sich angestrengt. Und als dann Allah Ta'ala jemanden anderen auserwählt hat, nämlich Adam alayhi salam, da wurde er eifersüchtig und neidisch und war nicht bereit gewesen, dies zu akzeptieren.
Allah Ta'ala erwählt aus, wen er möchte. Und das zeigt, dass die Abstammung durchaus eine Rolle spielt, gar keine Frage. Und dass unser Prophet sallallahu alaihi wasallam eine edle Abstammung hatte und Allah Ta'ala es für ihn vorgesehen war. Und ich weiß nicht, ob das in einem Hadith überliefert wird oder ob das die Gelehrten gesagt haben, aber soweit ich mich entsinnen kann, gibt es da einen Hadith. Das müssten wir noch einmal nachprüfen, insha'Allah Ta'ala, dass es keinen Urgroßvater unseres Propheten gegeben hat, der in irgendeiner Weise Sinner, durch Sinner, also sozusagen als nicht eheliches Kind auf die Welt gekommen ist. Sondern sowohl die Mütter als auch die Väter in der Abstammung unseres Propheten sallallahu alaihi wasallam sind alle Kinder, die innerhalb der Ehe oder durch im Rahmen der Ehe auf die Welt gekommen sind. Die Abstammung spielt eine Rolle, gar keine Frage. Allah Ta'ala, es wäre schon merkwürdig gewesen, wenn Allah Ta'ala jemanden auserwählt hätte, der eine merkwürdige Abstammung hat für diese riesige Aufgabe. Weil dann hätten vielleicht auch die Leute sagen können, vielleicht will er nur in irgendeiner Weise seine Abstammung erhöhen. Und deswegen als, wer war das gewesen? Abu Sufyan. Bei wem gewesen? Bei Hirak. Fragte er ihn, und wie ist seine Abstammung? Er sagte, er ist eine gute Abstammung. Und dann meinte Hirak, hätte er eine nicht so gute Abstammung gehabt, dann hätte ich gedacht, er ist nur gekommen, um seine Abstammung sozusagen zu erhöhen. Er hatte ohnehin eine gute Abstammung. Auch wenn seine Familie, in der er aufgewachsen ist, eine bedürftige Familie gewesen war. Guck mal, das ist ganz, ganz wichtig. Auf diesen Aspekt werden wir gleich eingehen. Die Abstammung ist edel gewesen, auch wenn die Familie bedürftig und arm gewesen ist. Weil edel bedeutet nicht, dass man unbedingt reich sein muss, sondern edel heißt, dass man an bestimmten Tugenden festhält. Und genau das ist es, was sich dann auf die Kinder auswirken wird. Und in diesem Sinne ist die Abstammung wichtig. Und es ist auch wichtig, dass ich als Muslim und als muslimische Frau darauf Acht gebe, wen ich heirate. Was ist das für eine Person, die ich heirate? Weil irgendwann einmal werden die Kinder bekommen. Und die Kinder, sie werden auch in gewisser Weise die Gene vom Vater und von der Mutter tragen. Und sie wachsen ja nicht nur zwischen den Eltern auf, sondern auch innerhalb der Familie. Und da ist es wichtig, wer ist diese Person eigentlich? Und an erster Stelle steht hier was? Die Tugendhaftigkeit. Und deswegen sagt unser Prophet sallallahu alaihi wasallam, wenn zu euch jemand kommt, mit dessen Glaube und Charakter ihr zufrieden seid, so gebt ihn eure Tochter zur Frau. Wenn ihr das nicht tut, wird es viel Unheil auf Erden geben. Und viel Versuchung. Und umgekehrt genauso, eine Frau wird aus vier Gründen geheiratet. Aufgrund ihrer Abstammung, ja? Aufgrund ihrer Schönheit, aufgrund ihres Vermögens und aufgrund ihrer Religiosität. So achte auf die Religiosität, auf dass du zu den Erfolgreichen gehörst. Das ist das, worauf es ankommt. Und hier spielt die Abstammung eine Rolle. Und Allah Ta'ala gibt uns ein Beispiel im Koran, in Surat Al-Kahf. In Surat Al-Kahf, in der Geschichte zwischen Musa und Al-Khidr alayhi salam. Wo Musa alayhi salam mit Al-Khidr, nachdem schon zwei Prüfungen schon hinter sich gelassen haben und er beide Prüfungen nicht bestanden hat, weil er nämlich jedes Mal nachgefragt hat und nachgehakt hat, Musa alayhi salam, kommt jetzt die dritte Prüfung. Sie gehen in einen Ort und wollen dort unterkommen, aber die Ortsbewohner sagen, nein, wir haben keinen Platz für euch. Und dann müssen sie an der Stadtgrenze übernachten, also außerhalb der Stadtgrenzen übernachten. Und dort befindet sich eine Mauer, die schon umgefallen ist. Und was macht jetzt in der Nacht Al-Khidr alayhi salam? Er errichtet diese Mauer wieder. Mitten in der Nacht. Musa alayhi salam kann das nicht verstehen. Erstmal hat er einen Jungen getötet, vorher hat er ein Schiff kaputt gemacht und jetzt plötzlich bei geizigen Leuten hilft er ihnen auch noch eine Mauer zu errichten. Und dann meinte Khidr zu ihm, jetzt ist es vorbei, aber ich erzähle dir, was geschehen ist. Und was war bei dieser Mauer gewesen? Dort befand sich ein Schatz, der zwei Waisenkindern gehörte. Und jetzt ist das Wichtige. Kana abuhuma saliha. Und ihr Vater ist was gewesen? Ist fromm gewesen. Und was sagen die Mufassirun über den Vater? Wer war sein Vater gewesen? War es der leibliche Vater oder der Urgroßvater? Manche Mufassirun sagen, es war der siebte Urgroßvater gewesen. Und da sehen wir, wie wichtig die Abstammung ist. Bezüglich der Frömmigkeit. Dass ich auch das im Kopf habe.
Ja, wenn ich heirate, muss ich auch auf diese Dinge Acht geben. Warum? Weil das Auswirkungen auf meine Kinder hat. Leider heutzutage viele Geschwister, sie achten darauf nicht. Sie achten nur auf Äußerlichkeiten. Sie achten mehr auf den Geldbeutel, als dass sie auf die Tugendhaftigkeit dieser Person Acht geben und seinem Fleiß. Und dementsprechend ist es wichtig. Und wenn wir uns mal die Gelehrten in der Geschichte anschauen, dann sehen wir, dass viele Gelehrten innerhalb gelehrten Familien aufgewachsen sind. Und dass über Generationen dieses Wissen vererbt wurde. Allah Ta'ala, er sagt über Sulaiman und Dawud, wa waritha Sulaiman und Dawud. Und Sulaiman hat Dawud geerbt. Was hat er geerbt? Was sagen die Gelehrten? Was hat er denn geerbt? Hat er von ihm das Königreich geerbt? Oder was hat er geerbt? Die Gelehrten sagen, nein, das hat er nicht geerbt. Was er geerbt hat, ist das Prophetentum. Was er geerbt hat, ist das Wissen. Und das ist das, worauf es ankommt. Und genau hier spielt die Abstammung eine Rolle. Aber unser Prophet, sallallahu alaihi wasallam, er hat uns trotz alledem aufgezeigt, dass die Abstammung, wie sie damals die Araber verstanden haben und wie heute viele Muslime leider die Abstammung verstehen, nämlich dass sie damit prahlen und dass es zu einem Grund wird, dass Menschen voneinander getrennt werden und dass die Menschen nicht zusammenkommen und sich nicht miteinander mischen, wie es Allah Ta'ala eigentlich gewollt hat. Ja, ayyuhan nasu, inna khalaqnakum min dhakarin wa untha wa ja'alnakum shu'uban wa qaba'ila lita'arafu. Wir haben euch zu Stämmen und zu Völkern gemacht, auf dass ihr einander kennenlernen mögt. Inna akramakum indallahi atqakum, der Edelste unter euch ist der Gottesfürchtigste. Leider haben viele Muslime dieses falsche Verständnis von Abstammung, nämlich das Prahlen mit der Abstammung, das haben sie übernommen. Leider. Und genau das ist es, was der Prophet sallallahu alaihi wasallam aufgebrochen hat. Er hat aufgezeigt, die Frömmigkeit spielt eine Rolle. Allah Ta'ala, er erwähnt bestimmte Familien aus. Sagt nicht Allah Ta'ala, inna Allah istafa Adam wa Nuhan wa ala Ibrahim wa ala Imran ala al-alamin. Allah, er hebt bestimmte Menschen hervor. Allah, er hat Adam und Nuh und die Familie Adam und die Familie Ibrahims und die Familie Imrans gegenüber den Weltenbewohnern bevorzugt. Dhurriyatan ba'daha min ba'd. Eine Nachkommenschaft, eine nach der anderen. Aber gleichzeitig sagt Allah Ta'ala was? Zu Ibrahim a.s., was wir heute gelesen haben im Maghrib-Gebet. وَإِذْ بَتَلَى إِبْرَاهِيمَ رَبُّهُ بِكَلِمَاتٍ فَأَتَمَّهُنَّ. Und einst hat Allah, dein Herr Ibrahim mit Worten geprüft und er hat sie vollendet. قَالَ إِنِّي جَعِلُكَ لِلنَّاسِ إِمَامًا. Er sagte, ich werde dich für die Menschen zu einem Imam, zu einem Vorsteher, zu einem Vorbild machen. Und was sagt jetzt Ibrahim zu seinem Herrn? قَالَ وَمِنْ ذُرِّيَّتِي. Er sagte auch von meiner Nachkommenschaft, jetzt hört mal zu. قَالَ لَا يَنَالُ عَهْدِ الظَّالِمِينَ. Meinen Bund werden nicht wer bekommen? Die Ungerechten. Die werden ihn nicht erlangen. Und dementsprechend, was sagt unser Prophet sallallahu alaihi wa sallam? وَمَنْ بَطَّأَ بِهِ عَمَلُهُ لَمْ يُسْرِعْ بِهِ نَسَبُهُ. Um wessen Taten zu kurz kommen, wer zu langsam ist mit seinen Taten, dessen Abstammung wird ihn nicht beschleunigen. Wenn du nichts tust, dann tust du nichts. Du kannst dich auf deine Abstammung nicht ausruhen. Ja, Fatima binte Muhammad, i'mali. O Fatima, Tochter Muhammads, tu. فَإِنِّي لَنْ أُغْنِي عَنْكِ مِنَ اللَّهِ شَيْئًا. Auch kama qala Rasulullah sallallahu alaihi wa sallam. Weil ich kann dir nicht helfen am nächsten Tag. Du bist auf dich allein gestellt. Deine Abstammung, dass du die Tochter eines Propheten bist, bringt dir gar nichts bei Allah. Das würde dich nicht erhöhen. Es ist edel, solch eine Abstammung. Wer würde sich nicht freuen, ein Nachkomme des Propheten zu sein? Salawatu Rabbi wa salamu alaihi. Wer würde sich nicht freuen, Nachkomme des Propheten zu sein, von Abu Bakr, von Umar ibn Khattab? Jeder würde sich freuen. Aber kannst du dich darauf ausruhen? Nein, es bringt dir gar nichts am jüngsten Tag. Im Gegenteil, es könnte sogar gegen dich am jüngsten Tag verwendet werden. Weil du wusstest ja Bescheid, aber du hast dich nicht daran gehalten. Du wusstest Bescheid, aber du hast dich nicht daran gehalten. Und dementsprechend sehen wir, wie unser Prophet sallallahu alaihi wasallam all diese Dinge verändert hat. Und wie unser Prophet sallallahu alaihi wasallam eine edle Abstammung hatte, aber sich darauf nicht ausruhte, sondern ganz im Gegenteil die Botschaft predigte, welche aufzeigt, dass es nicht auf die Abstammung ankommt, sondern ganz im Gegenteil, dass es auf die Taten eines jeden einzelnen Menschen ankommt. Und ich schließe ab mit einer schönen Überlieferung diesbezüglich. Und zwar einmal saß unser Prophet sallallahu alaihi wasallam
mit einigen Sahaba zusammen. Und wie gesagt, er fragte, was sagt ihr über diesen Mann? Und die antwortete, da kam ein Mann vorbei, was sagt ihr über diesen Mann? Und er sagte, sie sagten, Jadirun in khataba binte ahadina an yunkah wa yuqbal wa la yurad. Also es ist jemand, der wahrscheinlich, wenn er um die Hand einer unserer Töchter anhalten würde, auf jeden Fall dann akzeptiert werden würde und nicht abgelehnt werden würde. Wa jadirun in shafa'a wa tawassata fi amrin min al-umuri an yashfa'. Und man würde wahrscheinlich, wenn er irgendwie, keine Ahnung, ein Wort einlegt bei einer Angelegenheit, Fürsprache machen möchte für jemanden, würde man ihn akzeptieren. وَجَدِيرٌ إِن تَكَلَّمَ وَسَطْ جَمَاعَ أَن يَسْكُتُ حَتَّى يَتَكَلَّمُ. Und jemand, wenn er redet, dass die Leute dann sagen, oh, wir hören zu, das ist nicht irgendjemand. Unser Prophet sagte gar nichts. Und dann kam an jemand anderes vorbei. Es war ein bedürftiger, armer Mann, der keine edle Abstammung hatte. Aber er war ein gottesfürchtiger Muslim. Und er fragte die Sahabe, er wollte sie erziehen. Und er sagte, was sagt ihr über ihn? Und die sagten, ja, wenn er, wahrscheinlich ist jemand, wenn er heiraten möchte, abgelehnt wird. Und wenn er versucht, für irgendjemanden Fürsprache einzulegen oder ein Wort einzulegen, dass man überhaupt nicht auf ihn hört. Und dass, wenn er redet, so und so sich keiner für ihn interessiert. Woraufhin der Prophet sallallahu alaihi wasallam sagte, dieser Bedürftige ist besser als die ganze Welt von diesem. Allahu Akbar. Weil er gottesfürchtig ist und der andere nicht. Dieser Bedürftige, هذا الفقير خير من ملء الأرض من ذلك غني. Subhanallah. Da sehen wir, wie unser Prophet sallallahu alaihi wasallam diese Standards, die damals verbreitet gewesen waren, durch seine Botschaft geändert hat. Und jetzt, meine lieben Geschwister im Islam, kommen wir noch zu einem wichtigen Aspekt. Und zwar einmal wurde unser Prophet sallallahu alaihi wasallam von den Sahaba gefragt. Ja, Rasulullah, o Gesandter Allahs, akhbirna an nafsik, erzähl uns etwas über dich. Wir wollen wissen, wer du bist. Und er antwortete mit folgenden Worten. Er sagte, salawatu rabbi wa salamu alaihi, ana da'watu abi Ibrahim. Ich bin das Bittgebet meines Vaters Ibrahim. Welches Bittgebet ist gemeint? Welches Bittgebet ist gemeint? Welches Bittgebet? Surat al-Baqarah. Rabbana, wa ba'ath fihim rasulan minhum. O unser Herr, schicke von ihnen einen Propheten zu ihnen. Yatlu alayhim ayatik. Der ihnen deine Verse verliest, deine Zeichen verliest. Wa yu'allimuhumul kitaba wal hikma. Und ihnen das Buch und die Weisheit lehrt. وَيُزَكِّيهِمْ. Und sie läutert und reinigt. إِنَّكَ أَنْتَ الْعَزِيزُ الْحَكِيمُ. Du bist wahrlich der Erhabene, der Weise. Allah hat sein Bittgebet erhört. Und wir wissen, schon öfters erwähnt gehabt, dass er es mit einem anderen Schwerpunkt erhört hat. Was dreimal an unterschiedlichen Stellen im Koran erwähnt wird. Unter anderem in Surat Al-Jumu'ah, wo Allah subhanahu wa ta'ala sagt, هُوَ الَّذِي بَعَثَ فِي الْأُمِّيِّينَ رَسُولًا. Er ist es, der zu den Schriftunkundigen einen Gesandten schickte. يَتْلُ عَلَيْهِمْ آيَاتِهِ. Der ihnen seine Zeichen verliest. وَيُزَكِّيهِمْ. Und sie läutert und reinigt. وَيُعَلِّمُهُمُ الْكِتَابَ وَالْحِكْمَةَ. Und ihnen das Buch und die Weisheit lehrt. وَإِنْ كَانُوا مِنْ قَبْلُ لَفِي ضَلَالٍ مُبِينٍ. Selbst wenn sie zuvor in offensichtlichem Irrtum gewesen sind. Allah Ta'ala, er zeigt uns den Schwerpunkt der Botschaft unseres Propheten auf. Nämlich erst die Tazkir und dann das Wissen. Oder der Schwerpunkt liegt auf der Tazkir. Auf der Charakterreinigung, dass ich mein Herz reinige. Ibrahim a.s., er hat einen anderen Schwerpunkt gelegt. Und Allah Ta'ala, er hat sein Dua erhört. Und er hat uns aufgezeigt, warum unser Prophet sallallahu alaihi wasallam gesandt wurde, nämlich um den guten Charakter zu vervollkommnen. Das Wissen muss dazu führen. Jedes Wissen, was nicht dazu führt. Jedes Wissen, was zu Hochmut führt.
Jedes Wissen, was zu schlechten Charaktereigenschaften führt, wie, dass ich glaube, ich wäre besser als andere, ich hätte Wissen, ich hätte die Weisheit mit einem Löffel gefressen oder weiß ich was, ja? All das ist Wissen, was unnütz ist. Und wovor unser Prophet sallallahu alaihi wa sallam bei Allah Zuflucht gesucht hat, indem er sagte, وَأَعُوذُ بِكَ مِنْ عِلْمٍ لَا يَنْفَعُ. Und ich suche Zuflucht bei dir, oh Allah, vor Wissen, was keinen Nutzen hat. Möge Allah Ta'ala uns vor solch einem Wissen bewahren, ja Rabbal Alamin. Immer die Tazkiyah, immer die innere Läuterung. Achtet darauf, Wallahi, meine lieben Geschwister im Islam. Ich meine, ich bin jetzt seit einigen Jahren schon in der Da'wah und ich habe eines gelernt. Eines. Das Einzige, was dich in deinem Leben weiterbringt, ist die Tazkiyah. Das Einzige. Das ist das, was zählt. Die Tazkiyah. Darauf kommt es an. Wenn du keine Tazkiyah, dich nicht innerlich läuterst und nach Wissen strebst, kommst du vom Weg ab. Fängst an, irgendwann mal Neigungen zu befolgen, wie derjenige, über den Allah Ta'ala im Koran gesagt hat, dass er wie ein Hund ist. Allah hat ihm die Zeichen gegeben, aber er wollte damit nur profitieren. Und sich an die Erde binden, ewig bleiben, reich werden, Reichtum erlangen, Ruhm, weiß ich nicht was. Am Ende hat er gar nichts bekommen. Bringt dir gar nichts. Es geht immer darum. Das muss immer im Vordergrund stehen. Egal was du tust im Leben, immer die innere Läuterung. Und jetzt sagt unser Prophet sallallahu alaihi wa sallam, wa bushra achi Isa. Und ich bin die frohe Botschaft von meinem Bruder Isa alaihi salam. Das, was Allah Ta'ala im Koran gesagt hat. وَإِذْ قَالَ عِيسَى بْنُ مَرْيَمَ يَا بَنِي إِسْرَائِيلَ. Und als Isa, der Sohn Mariams, sagte, O Kinder Israels, إِنِّي رَسُولُ اللَّهِ إِلَيْكُمْ. Ich bin der Gesandte Allahs zu euch. مُصَدِّقًا لِمَا بَيْنَ يَدَيَّ مِنَ التَّوْرَاةِ. Das bestätigend, was vor mir an der Tora herabgesandt wurde. Und deswegen Isa alaihi salam, er war ein Rabbi gewesen. Man hat ihn Rabbi genannt. Also im Evangelium wird das so übersetzt, im Johannesevangelium. Das wird, ich habe es heute nochmal nachgelesen, da steht dann sozusagen, mein Rabbi, ja, das bedeutet Meister. Man hat ihn sozusagen, er war ein Gelehrter gewesen für die Juden, der sich an all die Gebote der Tora gehalten hat. Und jetzt, وَمُبَشِّرَ, und die frohe Botschaft verkündend, بِرَسُولٍ, ja, über einen Gesandten, يَأْتِي مِنْ بَعْدِ, der nach mir kommt, اسْمُهُ أَحْمَد, dessen Name Ahmed ist. Er hat ihn angekündigt. Und sowohl die Juden, als auch die Juden-Christen, ich betone die Juden-Christen, also jene, welche vom Judentum dann die Botschaft Isa a.s. angenommen haben. Und selbst spätere Christen wussten, dass es noch einen Propheten geben wird. Es sollte ein Messias kommen und Isa a.s. war der Messias. Es sollte ein Elia kommen und das war Yahya a.s., so haben sie ihn genannt. Und es sollte ein Prophet kommen. Und es ist eindeutig, dass dieser Prophet nicht Isa a.s. gewesen ist. Sondern dieser Prophet ist jemand anderes gewesen. Und ich lese euch jetzt etwas vor, inshallah ta'ala. In Deuteronomium, das ist das fünfte Buch von Moses in der Tora, in Vers 18, in Kapitel 18, Vers, sozusagen die Verse 18 bis 20, heißt es wie folgt. Einen Propheten wie dich will ich mitten unter ihren Brüdern entstehen lassen. Allah ta'ala, er spricht hier, also in der Tora. Ich will ihm meine Worte in den Mund legen. Und er wird ihnen alles sagen, was ich ihm auftrage. Einen Mann aber, der nicht auf meine Worte hört, die der Prophet in meinem Namen verkünden wird, ziehe ich selbst zur Rechenschaft. Doch ein Prophet, der sich anmaßt, in meinem Namen ein Wort zu verkünden, dessen Verkündigung ich ihm nicht aufgetragen habe, oder der im Namen anderer Götter spricht, ein solcher Prophet soll sterben. Gucken wir uns mal an, welcher Prophet, und hier wird Musa a.s. angesprochen, welcher Prophet denn so gewesen ist wie Musa, wie dich. Unter ihren Brüdern, müssen wir uns auch überlegen, welche Brüder damit gemeint sind, erstehen lassen. Ich will ihm meine Worte in den Mund legen.
Welcher Prophet hat mit Bismillah gesprochen? Und er wird ihnen alles sagen, was ich ihm auftrage. Welcher Prophet hat das gemacht? Ja, ayyuhar rasul, balligh ma unzila ilayka min rabbik. Jesus hat selbst gesagt, an anderer Stelle, ich kann euch noch nicht alles mitteilen. Das macht der Prophet, der kommen wird. Welcher Prophet nach Musa in der Geschichte, guckt euch die gesamte Geschichte an, ist so gewesen wie Musa a.s. Isa a.s. nicht. Isa hatte keinen Vater, Musa hatte einen Vater gehabt. Isa hatte keine normale Geburt, Musa a.s. hatte eine normale Geburt gehabt. Isa war nicht verheiratet gewesen, Musa a.s. war verheiratet gewesen. Isa hatte keine Kinder gehabt, Musa a.s. hatte Kinder gehabt. Isa hatte nicht ein eigenes Gesetz gehabt. Musa a.s. hatte die Tora gehabt, selbst Isa musste sich an die Tora halten. Isa hat keine Kriege geführt, Musa a.s. hat Kriege geführt. Isa war kein Staatsmann gewesen, Musa a.s. hat ein ganzes Volk angeleitet. Isa war kein Feldherr gewesen, Musa a.s. war ein Feldherr gewesen. Isa hatte nicht ein ganzes Volk gehabt, was er anführen musste. Musa a.s. hat ein ganzes Volk gehabt, was er anführen musste. Und welcher Prophet ist es in der gesamten Geschichte, der genau diese Eigenschaften hat wie Musa a.s.? Der Einzige, der sich auch auf Musa beruft, ist wer? Ist Muhammad, salawatu rabbi wa salamu alayhi. Alles stimmt überein, alles. All diese Dinge, die wir gerade genannt haben, um es kurz zu machen, stimmen mit unserem Propheten, salallahu alayhi wa sallam, überein. Und wer sind die Brüder? Es sind die Brüder der Juden, das sind die Araber, zu denen unser geliebter Prophet Muhammad sallallahu alaihi wa sallam geschickt wurde. Und deswegen haben auch die Juden gewartet auf einen Propheten. Und sie warten immer noch auf einen Propheten. Und sie haben sich in der Welt, nachdem sie aus Palästina rausgegangen sind, verbreitet. Und einige sind, warum nach Yathrib gegangen? Warum gerade nach Yathrib? Ich meine, wer geht denn in so eine Wüstenstadt hinein? Mitten auf der arabischen Halbinsel. Weil sie wussten, da gibt es einen Berg, der heißt Sela, ja, und dort soll dann der letzte Prophet hinkommen. Warum ist Salman radiallahu anhu Allah direkt dorthin gekommen? Ich meine, er wurde gezwungenermaßen, aber er wusste, hier wird ein Prophet erscheinen, weil es verkündet wurde. Alladhina atainahumul kitaba ya'rifunahu kama ya'rifuna abna'ahum. Diejenigen, denen wir das Buch gegeben haben, sie kennen ihn, wie sie ihre eigenen Kinder kennen. Klare Eigenschaften, deutlich. Und deswegen, die Gelehrten unter den Juden in Medina haben sofort den Islam angenommen. Wir haben kurz geprüft und Khalas, Abdullah ibn Salam, die anderen, ja, sofort den Islam angenommen, weil sie erkannt haben, das ist der Prophet, auf den haben wir gewartet. Alles deutet auf ihn hin. Salawatu Rabbi wa Salamu alayhi. Und dann, ebenfalls, beispielsweise, hört euch mal das hier an. Ja, das finden wir im Johannesevangelium. Überschrift: Das Zeugnis des Täufers, das ist in sozusagen Kapitel 1, ja, Vers Nummer 19. Und dies ist das Zeugnis des Johannes, als die Juden zu ihm sandten, als Jerusalemer Priester und Leviten, dass sie ihn fragten, wer bist du? Und er bekannte und leugnete nicht und er bekannte, ich bin nicht der Christus. Und sie fragten ihn, was dann? Bist du Elia? Er sprach, ich bin's nicht. Bist du der Prophet? Guck mal, es gab drei Persönlichkeiten, die sie erwartet haben. Und er antwortete, nein. Und dann geht es weiter und sie fragten, wer bist du und so weiter und so fort. Ich bin nur ein Prediger, sagte er daraufhin. Und jetzt ebenfalls in Deuteronomium, in 33,2. Hört mal jetzt, was gesagt wird. Er sprach, der Herr kam hervor aus dem Sinai, Musa a.s. Er leuchtete vor ihnen aus Seir, damit ist Isa a.s. gemeint. Er strahlte aus dem Gebirge Paran. Er trat heraus aus Tausenden von Heiligen. Ihm zu Rechten flammte das Feuer des Gesetzes. Paran, was ist denn Paran? Paran kommt von Faran. Und Faran bedeutet eigentlich wahrscheinlich etymologisch, wie es einige sagen, Faran, zwei, die geflüchtet sind. Und wer ist geflüchtet dorthin? Unser Prophet sallallahu alaihi wa sallam mit Abu Bakr as-Siddiq radiallahu anhu arda. Auf der arabischen Halbinsel. Ja, und dann, ganz, ganz wichtig, ja, ganz, ganz wichtig, ein feuriges Gesetz. Wer kam denn mit einem feurigen Gesetz? Und wer kam mit Tausenden von Heiligen nach Mekka und hat die Stadt erobert? War es nicht unser Prophet gewesen? Gab es irgendjemanden in der Geschichte, auf den das zustimmt?
und zutrifft. Und es gibt noch viele andere Dinge. Ja? Noch hier, doch ich sage euch die Wahrheit, es ist gut für euch, Johannes 16,7. Es ist gut für euch, dass ich fortgehe. Also Jesus spricht jetzt zu seinen Jüngern. Denn wenn ich nicht fortgehe, wird der, jetzt wird das übersetzt hier mit Beistand, der Tröster, nicht zu euch kommen. Man sagt auch im griechischen Parakletos. Ja? Gehe ich aber, so werde ich ihn zu euch senden. Jetzt gibt es viele Christen, die sagen, das ist auf wen bezogen? Das ist auf den Heiligen Geist bezogen. Aber vieles deutet darauf hin, dass es nicht der Heilige Geist ist, weil der Heilige Geist aus christlicher Sicht ja die ganze Zeit schon da ist, in dem Sinne. Und manche glauben auch, dass ursprünglich Parakletos Periklytos ist. Und Periklytos bedeutet der Gelobte. Und das ist genau das, was Allah Ta'ala im Koran sagt, Ahmed. Unabhängig davon, das sind natürlich sehr ausführliche dann auch Dinge, ja, schließe ich ab diesen Aspekt mit noch einem weiteren Vers aus Johannes 16, die Verse 12 bis 14. Noch vieles habe ich euch zu sagen, sagt Jesus, aber ihr könnt es nicht tragen. Wenn aber jener kommt, der Geist der Wahrheit, wird er euch in die ganze Wahrheit führen. Denn er wird nicht aus sich selbst herausreden, sondern er wird sagen, was er hört und euch verkünden, was kommen wird. Er wird mich verherrlichen, denn er wird von dem, was mein ist, nehmen und es euch verkünden. Ja, Salam. Wie die Faust aufs Auge. Ja, subhanallah. Ja, genau diese Beschreibung. Ja? Wie es Allah subhanahu wa ta'ala auch im Koran gesagt hat. Ja, diese Verkündigung, ja, diese Prophezeiung, dass jemand kommen wird. Also es ist ein sehr, sehr interessantes Thema. Ich kann euch nur empfehlen, auch wirklich euch damit etwas näher zu beschäftigen. Es gibt auch ein paar gute Aufsätze im Internet, mit denen man sich beschäftigen kann, oder auch einige Vorträge im Internet, die sich damit auseinandersetzen. Kann ich nur empfehlen, ja, weil das auch sehr, sehr gute Argumente für uns sind und auch unseren Iman stärken als Muslime. Und jetzt sagt unser Prophet sallallahu alaihi wa sallam, wir sind immer noch bei diesem Hadith, ich bin die Da'wah von meinem Vater Ibrahim, wie lange noch bis zum Isha-Gebet? Und ich bin die frohe Botschaft von Isa alaihi salam. Und jetzt sagt der Prophet sallallahu alaihi wa sallam, wa ra'at ummi. Und meine Mutter hat gesehen, wa ra'at ummi, hina hamalat bi, als sie mit mir schwanger wurde, ka'annahu kharaja minha nurun adha'at lahu qusura busra min ardi sham. Und meine Mutter hat, als sie mit mir schwanger wurde, gesehen, als würde ein Licht aus ihrem Körper treten, welches die Schlösser von Busra von Ascham erhellt haben. Busra hier, Lyum Bisuria, ist eine ältere Stadt, ja, wo die Schlösser von Busra erhellt wurden. Und die Gelehrten sagen, das deutet darauf hin, dass der Islam gerade dort in Ascham sich festsetzen wird. Und wenn wir über Ascham sprechen, dann meinen wir damit Palästina, Libanon, Syrien, Teile vom Irak. Was? Jordanien. Und subhanallah, das zeigt uns noch einmal, meine lieben Geschwister im Islam, wie wichtig dieser Ort Ascham für uns ist. Und es zeigt uns auch, wie traurig wir sein müssen über die Fitnen, die dort momentan geschehen. Aber unser Prophet sallallahu alaihi wa sallam, er hat euch angekündigt. Und er hat auch angekündigt und prophezeit, dass es viele Schlachten dort geben wird und sogar die Endschlacht in Ascham stattfinden wird. Ja, die Rettung wird aus Ascham kommen, weil nämlich Isa alaihi salam östlich bei einem weißen Turm in Damaskus, ja, östlich von diesem weißen Turm herabkommen wird, auf zwei Flügeln gestützt von Engeln. Und wenn er sich bewegt, dann kommen Perlen von seinem Kopf herab, welche auf den Boden fallen. Allahu Akbar. Und wo wird er dann hingehen? Er wird dann hingehen zum Masih al-Dajjal, um ihn zu töten. Und wenn der Masih al-Dajjal ihn nur von der Ferne schon riecht, wird er zergehen, wie Salz im Wasser zergeht. Und unser Prophet sallallahu alaihi wa sallam, meine lieben Geschwister im Islam, er sagt, لا تزال طائفة من أمتي ظاهرين على الحق. Es wird immer eine Gruppe in meiner Umma geben, welche an der Wahrheit festhalten wird. لا يضرهم من خذلهم. Es wird ihnen nicht schaden, wenn sie im Stich gelassen werden.
حَتَّى يَأْتِيَ أَمْرُ اللَّهِ Bis zu ihnen die Angelegenheit Allahs kommt. وَهُمْ عَلَى ذَلِكَ Und sie so sind. Und dann wurde er gefragt, صَلَوَاتُ رَبِّي وَسَلَامُ عَلَيْهِ Wo sind sie? Und er sagte in einer Version, بيت المقدس وأكنا في بيت المقدس in Jerusalem und in Jerusalem herum, also Ascham, die ganze Scham-Region. Und einige der Sahaba haben gesagt, in Ascham. Und da sehen wir, ja, dass es ein Ort ist, auf der einen Seite, wo es momentan leider, leider viel Leid gibt, aber gleichzeitig auch viel Hoffnung. Weil sie uns nämlich eines lehren, dass es auch wichtig ist, dass man an Prinzipien festhält. Und ganz konkret sagt unser Prophet sallallahu alaihi wasallam, und diesen Hadith widme ich den Leuten in Al-Ruta, Al-Sharqiyya, in Ost-Ruta, sagt unser Prophet sallallahu alaihi wasallam, Fustatul Muslimin yawm al-Malhamati fi Al-Ruta Sharqiyya Madinatin yuqalu laha Dimashq. Auch kann er Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Die Festung der Muslime wird bei der Schlacht, er sagt Yawm al-Malhama, in Al-Ruta sein, in einer Stadt namens Ruta, westlich von einer Stadt, die Damaskus heißt. Subhanallah, also macht einem schon fast Angst, ja. Westlich von einer Stadt, die Damaskus heißt, ja. Min khayri madainil muslimina yawm idh. Sie gehört zu den besten Städten an sozusagen jedem Tag. Allahu Akbar. Gib Hoffnung, Hoffnung, Hoffnung. Alhamdulillah. Das war heute die Geburt unseres Propheten gewesen, meine lieben Geschwister im Islam. Wir haben erfahren, welche Abstammung er hat. Wir haben erfahren, was es auch für Wunder gab zur Geburt unseres Propheten, warum er, was die Weisheit ist, dafür, dass er als Waisenkind auf die Welt gekommen ist. Nächstes Mal, insha'Allah ta'ala, wenn wir über die Sira sprechen werden, werden wir jetzt die wichtigsten Ereignisse nach seiner Geburt behandeln und versuchen, daraus die Lehren zu ziehen. Ich danke euch, meine lieben Geschwister im Islam, für eure Aufmerksamkeit. Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh.